Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vor etwas über einer Woche hat Felix Immler auf seinem Kanal das Victorinox Venture Pro vorgestellt sowie das dazugehörende Venture Pro Kit. Das für sich ist natürlich schon unglaublich cool geworden, aber ich möchte euch mal zeigen, wie ich meine Version davon etwas weiterentwickelt habe. Viel Spaß beim heutigen Film. Ich sagte gerade, vor etwa ungefähr einer Woche hat Felix Immler das auf seinem Kanal vorgestellt. Tatsache ist, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon fast 2 Wochen her. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um das erste Victorinox-Messer, was komplett von Victorinox selbst designt und hergestellt wurde und vor allen Dingen, was auch direkt in der Schweiz hergestellt worden ist. Und wir haben im Endeffekt hier ein Messer sowie eine Scheide für dieses Messer und außenrum nochmal eine Halterung, welche die Scheide mit dem Messer aufnehmen kann, aber wo herum ein Kit ist. Und das Ganze werde ich euch jetzt einmal genauer vorstellen. So, dann fangen wir einmal mit dem Wichtigsten an. Das hier ist halt das Victorinox Venture. Es handelt sich hierbei um eine Full-Tank-Klinge, das heißt, ihr habt hier einen durchgehenden Stahl. Die Klingendicke beträgt etwas über 3 mm, ich glaube es waren 3,3 mm. Die Klingenlänge ist 10,5 cm. Und vielleicht könnt ihr es sehen, es handelt sich hierbei um einen 14C28N Edelstahl, der eine Härte von 59 Rockwell hat. Das Ganze ist natürlich ja perfekt für die Hand angepasst. Ihr habt hier noch eine kleine Aufnahme, wenn ihr mal Feuer bohren wollt. Das heißt, die Spitze des Holzes wird dann hier reingesteckt. Ihr könnt von oben drauf drücken und dann hier reiben, um dann so Feuer zu entzünden. Hier vorne sind noch ein paar Rillen, wenn ihr halt präzise Arbeiten machen wollt. Das Ganze ist natürlich sehr spitz und auch sehr scharf angeschliffen. Die Kanten an beiden Seiten, die sind hier, ja, ich sag mal, sehr, sehr grob, sehr, sehr rau, dass man damit halt einen Feuerstahl entzünden kann. Das erkläre ich euch gleich nochmal genauer. Dann haben wir hinten eine Aufnahme für Bits. Auch dafür gibt es eine zusätzliche Funktion in diesem Toolkit. Oder man kann natürlich einfach hier ein Lanyard dran tun. Der Griff selbst ist aus Kunststoff. Wie gesagt, ich finde, er passt sich sehr, sehr gut an. Bei Kunststoff ist natürlich der Vorteil, auch wenn der nass ist, lässt er sich noch unheimlich gut halten. Überhaupt, das Messer lässt sich in allen Situationen wirklich sehr, sehr gut bedienen. Ich hätte es gut gefunden, wenn diese Rillen hier oben auch nochmal gewesen wären. Oder zumindest, wenn der Kunststoff hier oben nochmal so Rillen gehabt hätte, weil das hört hier auf. Und normalerweise, wenn man hiermit arbeiten möchte, aber ich merke gerade, man rutscht jetzt da auch nicht unbedingt ab. Aber natürlich hätten solche Rillen hier oben an der Stelle auch nochmal zu einem besseren Gefühl zugetragen. So, zu dem Venture gibt es natürlich eine ganz normale Kunststoffscheide. Das heißt, das Messer wird da eingeführt. Man muss hier ein bisschen aufpassen, weil hier innerhalb dieser Scheide sind halt mehrere Verzahnungen. Ganz einfach aus dem Grund, man kann das Messer so rum, aber auch andersherum einführen. Man hat also ein Messer für Rechts- und für Linkshänder. Dann gab es im Internet verschiedene Beiträge, dass die Halterung der Scheide nicht so gut wäre und das Messer immer alleine rausfallen würde. Aber ihr seht das, also ich kann, das raschelt jetzt natürlich wegen dem Dings hier drunten, aber selbst wenn ich das mit Gewalt mache, das Messer fällt nicht raus, man muss es wirklich aktiv rausziehen und dann kann man das Messer entnehmen. Und, falls ich es gerade noch nicht gezeigt habe, diese komplette Scheide wird halt hier von dieser Halterung aufgenommen. Das heißt, man schiebt das einfach hier rein. Und diese Nase hier, die hier vorne zu sehen ist, die sorgt halt dafür, dass das Ganze dann gut gehalten wird. Und auch hier, ich kann es nochmal zeigen, also das Messer sitzt bombenfest bis zu einem gewissen Grad natürlich, weil ich jetzt hier aber auch ordentlich Gewicht dran habe, wesentlich mehr als wie jetzt bei dem Original-Toolkit. Fangen wir mal an. Also ich habe jetzt hier meine Rovivon-Taschenlampe dran. Dann habe ich hier eine kleine Dose, die ist jetzt nicht das Beste. Ich muss halt schauen, dass ich eine Dose finde, die vielleicht etwas kleiner ist und dafür etwas tiefer, dass die hier viel besser reinpasst, weil es wird zwar so gehalten, es fällt auch da nichts raus, aber ich hatte halt leider keine andere Dose da, die ich dafür hernehmen kann. Was hier drin ist, zeige ich euch gleich. Und dann habe ich hier natürlich nochmal ein kleines Taschenmesser drin, was mir halt weitere Funktionen liefert, wie beispielsweise eine Schere, eine Säge, eine Feile. Das ergänzt natürlich das Venture um zahlreiche Möglichkeiten.
Außerdem habe ich hier die Pinzette, die ich sehr gerne mag. Die ist halt hierbei nicht enthalten. Zu den Tools komme ich gleich nochmal. Das war der Inhalt in dieser Tasche. Dann habe ich mir hier auf der Rückseite einfach eine Rettungsdecke festgemacht. Also das ist jetzt meine Zusammenstellung. Natürlich könnt ihr euch das so zusammenstellen, wie ihr es möchtet. Ich möchte einfach nur mal zeigen, was möglich wäre. Aber ich habe jetzt hier eine Rettungsdecke. Auch die sitzt natürlich ganz fest. Dennoch kann ich hier den Gürtel problemlos durchführen, um es halt am Gürtel tragen zu können. Und wenn ich diese Rettungsdecke benötige, mache ich einfach hier diese Schlaufe auf und schon habe ich meine Rettungsdecke parat. Und jetzt kann man diese Tools hier schon erahnen, die in dieser Halterung von der Scheide enthalten sind. Und zwar haben wir hier einmal einen Feuerstein direkt dabei. Der ist also direkt in dieser Halterung eingearbeitet. Dann habe ich hier den typischen Victorinox Kugelschreiber. Und hier ist auch sogar schon eine Pinzette enthalten. Und die Victorinox Pinzette, die ist wirklich cool. Die ist sehr präzise. Also wenn man mal einen Splitter rausziehen muss, ist das wirklich, wirklich perfekt. So, um diese Tasche abmachen zu können, beziehungsweise um dieses ganze Set von der Halterung trennen zu können, gibt es hier an der Seite diese Nase. Ich schaue mal, ob ihr die sehen könnt. Die kann man halt einfach so hier rausmachen. Und dann kann man das ganze Tool aufklappen. Die Tasche lege ich mal beiseite. Übrigens, ich hatte ja jetzt diese kleine Dose dabei, sowie das Victorinox Taschenmesser. Natürlich könnte man auch hier einfach hingehen und das Spirit X hier rein tun, denn das ist die Tasche vom Spirit X. Ich selber habe aber mir gedacht, ja gut, das ist dann schon ein recht großes und schweres Tool. Dann habe ich lieber so ein kleines Taschenmesser dabei, was mir schon einige Funktionen liefert. Und halt noch diese Dose. Wie gesagt, auf den Inhalt komme ich gleich. Aber jetzt könnt ihr es eigentlich schon erahnen, weil ich habe mir hier so ein bisschen Angelschnur aufgewickelt. Das sind ungefähr so, ja ich denke mal so 20 Meter von 0,35er Angelschnur. Unten drunter drei Lagen Klebeband. Das kann man einfach abmachen und halt sich zurechtreißen, um mal kleinere Reparaturen ausführen zu können. Und in dieser Dose, damit wir das Thema endlich durch haben, habe ich Watte als Anzünder. Aber viel wichtiger ist hier, sind die ganzen Angelhaken drin in verschiedenen Größen, einige Gewichte. Und ich wollte die halt nicht so in der Dose transportieren, deswegen halt die Watte drumherum. Aber ihr seht, da ist halt ein ziemlich cooles kleines Set zusammengekommen, wo man halt mal auf Not fischen könnte. Hier ist noch etwas Draht enthalten, beispielsweise auch um Sachen zu befestigen oder halt um sich eine Falle zu bauen, eine Schlingfalle beispielsweise. Natürlich kann man auch die Angelschnur verwenden, um irgendwelche Knoten effektiv herzustellen. Und auch das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit. Und jetzt sind wir eigentlich so bei dem originalen Lieferumfang angekommen, der halt dabei ist, wenn ihr dieses Venture Pro Kit bestellt. Und zwar haben wir hier zwei Schleifsteine. Das gehört da nicht da rein. Ich habe mir halt einen dickeren Feuerstahl noch hier reingetan, damit ich halt nicht den von Victorinox schon hernehmen muss, weil den müsste man extra nachbestellen. Und die habe ich, ich glaube, ich habe mir davon 20 Stück gekauft für 50 Euro. Die sind recht cool. 8 mm Durchmesser reichen genauso, um gut Funken zu schlagen. Im Originallieferumfang sind halt diese beiden Schleifsteine dabei. Die zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Und halt hier ein 20 mm Holzbohrer. Ich schaue mal, dass ich das irgendwie vernünftig zeigen kann. Ihr seht, der hat hier vorne eine richtig bissige Spitze. Und da ist halt der Vorteil, wenn man jetzt nicht so wie ich hier diesen Schlüsselring dran hat, dass man halt das direkt hier einsetzen kann. Und dann hat man quasi das komplett als Hebel, um ein 20 mm Loch in Holz reinzubohren, beispielsweise um so ein Schwedenfeuer zu bauen. Wie gesagt, das ganze Set kann man halt komplett herausnehmen. Dann hat man einmal hier das Messer, hier nur das Toolkit. Diese Verbindung zwischen diesem Venture Pro Kit und dieser Hülle hier hinten, die wird über diesen Gurt geschaffen. Das heißt, man schlauft es einfach. Ich muss das mal kurz zeigen, weil ich habe am Anfang auch gerätselt, wie das denn jetzt wohl genau geht und habe da verschiedene Varianten ausprobiert. Am sinnvollsten erscheint es mir, wenn man hingeht und diese kurze Lasche hier unten einmal hier durchführt, also durch das obere der beiden Löcher hier und auch direkt dort wieder zurückführt, weil dann kann man nämlich hier unten ist auch ein Loch drin. Hier seht ihr es, wenn ich den Daumen dahinter halte. Hier ist ein Loch drin, da kann man nämlich mit dieser Nase dann durchgehen, dass man auf der Rückseite wieder rauskommt.
Dann hat man die Seite schon ziemlich gut festgemacht. Und hier oben bei der langen Schlaufe ist es ähnlich. Man geht unten durch das untere der beiden Löcher durch und auch direkt wieder zurück, um dann quasi hier hinten drüber durch diese Schlaufe hier durchzugehen. Und dann hat man eine wirklich, wirklich coole, stabile Verbindung. Was auch noch sehr witzig ist, das habe ich auch in einem Video von Felix Immler gesehen, hier unten sind ja zwei Löcher dran. Ich dachte zuerst, das wäre einfach nur dafür da, damit halt Wasser ablaufen kann. Aber Tatsache ist, man kann das zum Feuerblasen verwenden. Das heißt, man pustet hier vorne rein. Hier innen drin staut sich natürlich die Luft und wird dann hier durch diese beiden Löcher wie durch eine Düse heraus katapultiert, wodurch man einen höheren Luftstrom erzeugt, der natürlich auch vor allen Dingen, wenn man so mit dem Mund ganz nah an die Quelle herangehen kann, wenn es hier die Feuerquelle ist, man kann mit der Schale so direkt herangehen, dann ist das natürlich viel effektiver, als wenn man einfach versucht, ohne irgendwelche Hilfsgegenstände da herumzupusten. Dann, was ich jetzt gerade auch noch gesehen habe, sind hier diese beiden Aussparungen. Dann kommen wir wieder zu den Schleifsteinen, die ich vorhin angesprochen hatte. Ihr seht es, die sind halbmondförmig aufgebaut. Das heißt, einmal kann man hier einen reintun, auf der anderen Seite ebenfalls. Hier wäre es jetzt natürlich besser, ohne diesen Stoff im Hintergrund zu arbeiten. Das heißt, wenn die Plastikschale direkt auf einem harten Untergrund liegt. Das Schöne ist, man hat jetzt hier genau den Winkel, mit dem auch hier vorne die Schneide geschliffen ist. Ich weiß es nicht genau, ob es jetzt 22 Grad waren oder irgendwas. Aber das Coole ist, man kann dann hier hingehen, die Seite anschleifen, die Seite. Immer schön das Messer gerade halten und beim Schleifen langsam nach unten ziehen. Mal schauen, ob ich das so etwas besser zeigen kann. Also ihr geht im Endeffekt, wenn das die Schneide ist hier, das ist der Schleifstein, fangt ihr hier oben an, zieht das Messer zu euch hin, haltet das Messer einfach gerade im rechten Winkel zu euch und zieht es dann beim Schleifen nach unten und gleichzeitig zu euch. Und so könnt ihr eine wirklich gute, ja, sag mal, Feldschärfe wiederherstellen. So viel zum Venture Pro. Also ich finde, es ist ein unheimlich cooles Tool geworden, welches man noch ein bisschen weiter, ich sage einfach mal, ausbauen kann. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, was packe ich da rein, was ist sinnvoll, was ist jetzt absoluter Quatsch. Aber man ist halt sehr flexibel, ob man sich jetzt Pflaster reintun möchte oder vielleicht einen Trinkhalm oder ein Blasrohr, um Feuer besser anpusten zu können. Oder eben Verbandsmaterialien, noch mehr Zundermöglichkeiten. Ihr habt durch diese Tasche halt schon sehr viele Möglichkeiten. Was ich auch übrigens noch gesehen habe, war, Moment, in dieser Tasche waren ja diese beiden Schleifsteine drin plus mein eigener Feuerstahl. Falls ihr jetzt sagt, diese Schleifsteine, die taugen euch nichts, ihr setzt zum Beispiel lieber auf diesen, ich glaube DC4 heißt der von Felkniven, ja genau, Felkniven DC4, der ist ja auch, ich denke, recht bekannt, weil der halt unheimlich gut ist, um Messer nachzuschleifen. Und auch dieser würde jetzt hier reinpassen. Es ist dann etwas enger, etwas kuscheliger, aber ihr bekommt die Schnalle immer noch zu. Und vor allen Dingen wird das Ganze ja dann nachher hier so drum gefaltet, das heißt, es ist ohnehin geschlossen, die Schnalle kann nicht aufgehen und hier innen drin sitzt der DC4 ganz gut aufgehoben. Ich persönlich lasse aber mal die beiden originalen Schleifsteine drin von Victorinox. Und weil ich es vorhin schon gesagt hatte, hier ist das Spirit plus die Tasche, die ich ja hergenommen habe. Ich könnte jetzt einfach das Spirit X hier reinpacken. Dann hätte ich allerdings keine Möglichkeit, hier oben noch irgendwas hinzutun, weil das Spirit die komplette Tasche ausfüllt. Und wenn ich jetzt das kleine Victorinox nehme, was ja auch schon sehr viele coole Tools bietet, ihr seht, das ist etwas versenkt. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier oben nochmal eine Dose drauf zu packen, die, wie gesagt, minimal tiefer sein dürfte, als wie jetzt die hier. Also die ist jetzt ungefähr, ich sag mal so 8, 9 mm. Auf 10, 11 könnte ich problemlos gehen. Gut wäre, wenn die vielleicht etwas schmaler wäre und dafür aber dann nur halb so hoch, beispielsweise so diese Höhe, dann könnte ich diese Tasche hier noch besser verschließen. Aber wie gesagt, auch so mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwas rausfallen könnte. Und diese Dose bietet natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, gut, Angelköder und Gewichte und sowas braucht ihr nicht, ihr möchtet halt nur Anzündmaterial haben oder vielleicht noch so 3, 4 Streichhölzer, ein Pflaster, sowas alles. Das ist natürlich der eigenen Kreativität überlassen. Generell finde ich, dass Victorinox hier ganz ordentlich abgeliefert hat. Ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Eben, weil man halt noch damit, ja, ich sag mal so schön, herumspielen kann
Und man kann das Ganze noch etwas weiter ausbauen, noch etwas, ich sag mal, weiter spinnen, die ganze Geschichte. Und am Ende hat man dann halt sein eigenes spezielles Toolkit zusammen. Das Venture Pro kostet übrigens, ich glaube, 119 Euro und das Venture Pro Kit 49,95. Wenn ihr beides zusammenkauft, gibt es das schon um die 169 Euro. Also ich habe auch schon einige Angebote gesehen, die waren etwas günstiger, aber das Ganze ist halt, wie gesagt, gerade erst ein, zwei Wochen auf dem Markt. Und Victorinox hatte tatsächlich am Anfang auch Lieferschwierigkeiten, eben weil die Nachfrage sehr groß war. Mittlerweile haben sie das aber ganz gut in den Griff bekommen. Ich denke, dass sich hier am Preis noch minimal etwas tun wird. Vielleicht so auch zur Weihnachtszeit, dass es dann das Set schon für etwa 150 Euro geben wird. Viel günstiger wird es allerdings nicht werden, aber es ist den Preis auf jeden Fall wert, weil es ist ein wirklich, wirklich cooles Messer. Ich habe jetzt keine Beispiele gezeigt, wie man damit schnitzt oder sowas alles. Deswegen empfehle ich euch, schaut euch auf jeden Fall die letzten beiden Videos von Felix Immler an. Einmal hat er das Messer als solches vorgestellt, hat da schon einige Sachen gezeigt, auch mit dem Holzbohrer. Und wie man damit Feuer machen kann und wie gut das mit dem Feuerstahl funktioniert und sowas alles. Dafür ist das Video von Felix Immler geeignet. Übrigens, Felix Immler war bei der Entwicklung maßgeblich beteiligt, hat also eigene Ideen da einfließen lassen. Alleine das ist es schon wert, sich das einmal anzuschauen. In diesem Sinne war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, kommentiert das Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich bin mir jetzt schon ganz sicher, dass ich noch einige andere coole Ideen haben werde, wie man dieses ganze Set optimieren kann oder weiter ausbauen kann oder verbessern kann. Denn hier gibt es halt unendlich viele Möglichkeiten und das werden wir halt zusammen machen. Seid dabei, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.